Eine kurzen Fragen- und Antworten-Session. Einen warmen Applaus für unsere Redner. Thank you. Danke. Mein Name ist Kirti Rumeridge. Ich bin von der University of Michigan. Und ich habe rede darüber, was wir über diese großen Datenanalysen über Heartbleed machen. Letztes Jahr haben Sie davon gehört, meine Arbeit über ZenMap oder darüber, wie wir letztes Jahr das gesamte Internet gescannt haben über Keys und darüber, was passiert ist, als Heartbleed das Internet getroffen hat und was danach passiert ist. In April 2014 hat OpenSSL eine Information darüber gesagt, dass ein Fehler in der OpenSSL ist. Das schließt alles ein von Webservern wie Apache, Nginx, unter anderem auch Tor, unter anderem auch noch viele andere Arten von Software. Am Ende hat es den Angreifern erlaubt, aus der Ferne die Login-Daten, die im RAM lagen, zu stehlen, zum Teil auch möglicherweise die Kreditkartendetails, die man gerade bei Amazon benutzt hat. Es hat auch viele Seiten beinhaltet. Ein großer Teil des Internets wurden damit übereinstimmt. 25% aller SSL-Seiten hatten am Anfang dieses Problem, als dieser Fehler das erste Mal wurde. Das TLS Heartbleed Extension habe ich davor gehört, aber wenigstens haben davor gehört. Diese Erweiterung wurde 2012 erstellt und erlaubt jeden Teil eines Kommunikation darüber zu fragen, ob er noch da ist. In der anderen Worte sagt, hallo, ich bin noch da. Es wurde größtenteils nicht benutzt, weil TLS über TCP benutzt wird. Und das funktioniert halt direkt über TLS. Und SSL wird benutzt, auch wenn keine TCP dabei ist. Und es wird immer noch versucht zu fragen, ob alles noch funktioniert, ohne eine neue Session aufzumachen. Irgendeiner der beiden Endpunkte der Kommunikation fragen, hallo, bist du da? Und sendet eine kurze Daten und ein bisschen Daten und bittet den anderen, diese Daten zurückzusenden. Und wenn es immer noch zurückkommt, dann ist der Partner immer noch da und es läuft weiter. Der Fehler war darin, dass der Länge als auch die Daten direkt weitergegeben wurden. Und wir haben dem vertraut, dass die Länge die richtige Information ist. Also wurden diese Menge an Daten weitergegeben, egal wie viele Daten dabei waren. Das heißt, auch wenn 4 Bytes Daten lang war und wenn nur 4 Byte Daten gesendet wurden, dann wurden gerne die 8 Bytes zu Klienten zurückgesetzt. Wir schicken die Länge-Datei und wenn die Länge größer ist als die Datei, dann löschen wir den Request einfach. Nach 16 Bytes nach den Daten wurden zurückgesendet. Dies könnte unter anderem die Login-Daten gewesen sein, das könnten Keys, die benutzt wurden, sein. Das hat sehr viele verschiedene Softwares betroffen. Unter anderem bei Nginx und bei Apache ging es darum, dass HTTPS-Seiten betroffen waren. Man seine Geldbörse an einen betroffenen Server geschickt hat. Oder auch, wenn man sich zu einem Tor-Relay verbunden hat. Eine ganz große Menge an Services. Wir haben uns primär auf Web-Services beschränkt. Aber es hat alle betroffen. Mail-Server, Datenbank-Server und so weiter. Als diese Schwachstelle erstmal aufgetreten ist, wollten wir ihr Auftreten tracken und die Auswirkungen auf das ganze Internet. Wir haben das gemacht, indem wir das ganze Internet für diese Verwundbarkeit gescannt haben, indem wir ZMAP modifiziert haben und
Datenbank und Mail-Servern gescannt haben. Wir haben es auf einem speziellen Weg gemacht. Wir wollten die tatsächliche Verwundbarkeit ausnutzen während des Scans. Wir wollten keine Daten von den Servern veröffentlichen oder bekommen. Und deswegen haben wir uns ein Phänomen zur Nutze gemacht und das RFC gelesen, in dem die Extension verwendet wird. Wir haben also einen Zero-Byte-Request gesendet, das nicht gemäß der Spezifikation war. Aber diese spezielle Version von OpenSSL hat, anstatt den Request abzulehnen, geantwortet. Und wir haben so also unsere Antwort bekommen. Und das hat nur diese spezielle verwundbare Version von OpenSSL gemacht. Die gepatchte Version, zum Beispiel in verschiedenen anderen Bibliotheken wie GNU-TLS, hatten nicht dieses Phänomen. Wir konnten also den Check machen, ohne die Verwundbarkeit tatsächlich auszunutzen. Also eines der interessantesten Sachen, die am meisten interessiert, sind die häufig 100 benutzten Seiten. Die meisten hatten Apache-Sachen. Die meisten Seiten wurden innerhalb der ersten Stunden gepatcht. Wir können nochmal zurückschauen und diese großen Institutionen sind in der Spotlight der Medien und sie haben sehr früh Journalisten gearbeitet. 45% der Webseiten waren am Anfang verwundbar. Viele Organisationen haben nie diese Fragen beantwortet. Sie haben keine Informationen darüber veröffentlicht, aber das war von denen, die diese Informationen veröffentlicht haben. Und einige der Webseiten waren nach 24 Stunden immer noch problematisch, und zum Beispiel Yahoo. Und dort sind viele Angriffe gestartet worden, wie zum Beispiel Yahoo-E-Mail-Accounts. Bis 24 Stunden innerhalb der, nachdem der veröffentlicht wurde, innerhalb von 48 Stunden war alles gepatcht. Und die Top 100 Seiten sind sehr wichtig. Die haben nicht nur dedikierte Systemadministratoren, sondern sie haben Teams von Systemadministratoren. In unserem ersten Scan, ungefähr 2 Tage nachdem die Feder zuerst veröffentlicht wurde, in den ersten 10 Stunden haben 45% aller Webseiten HTTPS benutzt. Und das war ein bisschen problematisch. Schade. 60% der HTTPS-Seiten haben Heartbeat supported. Andere Seiten, aber sie waren nicht unbedingt problematisch. Einige Vulnerabilities waren aber nicht. Wir haben es eben weitergebracht und viele Seiten haben TLS-Verbindungen benutzt. In dem Server-Agent-Strom haben wir es gesehen. Viele haben, zum Beispiel andere Softwarehersteller wie Microsoft IIS, haben viele der Webseiten waren aber trotzdem verwundbar, als Heartbleed zuerst rauskam. Das ist die obere Grenze. Die untere Grenze können wir abschätzen anhand von 2 Funktionalitäten der Heartbleed-Funktionalität in 2012. Keiner hat sich, als sie eingeführt wurde, wirklich für Heartbleed interessiert. Sie haben sich für TLS 1.1 und 1.2 interessiert. Ivan Ristic, who runs the SSL Pulse and the Pulse's SSL Lab site, where everyone goes to check. Ich tue regelmäßig bei SSL Labs gucken, ob SSL Sites richtig konfiguriert sind, und habe mich über die Verwendung der neuen Protokolle informiert. Ich habe herausgefunden, dass viele Webseiten TLS 1.2 vor der Heartbleed-Attacke ausführten. In the beginning, a lot of the news reports said that somewhere between 60-65% were vulnerable.
das gibt uns eine gute Abschätzung, dass zwischen 50% und 65% der Seiten verwundbar waren. Es war wirklich so, dass ein sehr großer Anteil des Internets zum damaligen Zeitpunkt angreifbar waren. Wie sieht es aus, wenn man sich den restlichen IPv4-Adressraum ansieht? 11% aller IPv4-HTTPS-Hosts haben den Heartbeat-Fehler unterstützt. Von denen waren wiederum insgesamt 6% angreifbar. Worum handelt es sich hierbei? Hauptsächlich Kameras, Router im Haushalt. Und diese benutzen in der Regelzeit sehr vereinfachte HTTPS-Software. Die haben diese Heartbeat-Extension nie benutzt. Die meisten Embedded Devices, die dieses Problem hatten, sind heutzutage immer noch problematisch. Die meisten sind in der Regel nicht gepatcht und darum sind sie heutzutage immer noch problematisch. Wir haben viele unterschiedliche Geräte gesehen. Zum Beispiel Daten und in einem Fall ein Pizza-Verkaufsplatz. Und die war fehlerhaft. Als wir auf die Patching-Behavior angeschaut haben, haben wir am Anfang sehr gut funktioniert. In den ersten 100 oder ersten Millionen Seiten waren 45% problematisch, haben wir nur noch 11% innerhalb der 84 Stunden bekommen. Das ist sehr gut. Als Betreibersituation haben wir sehr gut daran gearbeitet. Was ein bisschen schade ist, wenn man auf den IPv4-Adresse schaut oder dass dann auch diese Top-Adressen nicht mehr überprüft werden. Und die Nummer hat sich seitdem nicht mehr wirklich geändert. Das sind immer noch Seiten in der millionenhäufigsten Webseiten und viele davon sind immer noch problematisch. Hier ist ein sehr interessanter Sprung, wo ungefähr die Hälfte der problematischen Geräte innerhalb des Internets umgestellt wurden. Es gibt sehr große Shared-Hoster-Provider und alle Vulnerabilities auf deren Seiten war problematisch und als sie ihre virtuellen Maschinen gepatcht haben, wurde die Anzahl der Probleme deutlich reduziert. Innerhalb dieser Zeit haben drei große Organisationen gepatcht. Und wenn man sich das ausschaut, dann haben die wenigsten Leute es wirklich gepatcht und repariert. Die Frage ist das immer noch schnell genug? 25% waren wahrscheinlich problematisch am Anfang. Und als wir anschauen, wann die Angriffe zuerst gestartet haben, dann haben unglücklicherweise die Angriffe gestartet, bevor wir unsere Tests gemacht haben. Wir haben den ersten Scan ungefähr 20 Stunden nachdem der Angriff veröffentlicht wurde gemacht. Und wir haben es also nicht wirklich gut genug gemacht. Wir haben das ganze Internet gescannt. Gezielte Angriffe haben deutlich davor angefangen. Das hat deutlich angefangen, bevor diese HTTP, die ganzen PHP 4 gesendet wurde. Schauen wir mal auf einen Honeypot auf einem Server, virtuellen Server, und wir schauen uns an, was da passiert ist. Wir wollten sehen, welche Angriffe aus diesen verschiedenen Netzwerken kamen. Wir haben vorher niemanden davon bekannt gegeben. Es gab möglicherweise bereits zielgerichtete Angriffe. 24 Stunden nach der Veröffentlichung der Lücke haben wir ungefähr 6000 verschiedene Angriffe auf die Heartbleed-Verwundbarkeit festgestellt. Und es gibt eine Seite, die hat so zwei große Spikes und das eine war eine Seite, die getestet hat und das andere war ein Office. Nur 11 Leute haben das gesamte Netzwerk getestet haben, also sowohl Amazon als auch das Test in Berkeley. Nur 6 Hosts insgesamt haben mehr als 100 Hosts gesendet. Nur
sechs Hosts, von denen die viele gescannt haben, waren wissenschaftliche Organisationen. Es waren aber vier andere Hosts, auf zwei davon in chinesischen, die wir keine Ahnung haben, wer das war. Es könnten akademische Organisationen oder Angreifer sein, wir wissen es nicht. Wir wissen, dass sie den Fehler wirklich ausgebeutet haben. Auf der anderen Seite gab es eine sehr große Anzahl von Hosts, die unseren HTTP-Honeypot ausprobiert haben. Aber wir haben 200 Leute haben versucht, dieses Host anzugreifen. Viele Leute haben einfach in diesem Adressbereich von Amazon 2 überprüft. Zwei Wochen nach der Veröffentlichung waren 600.000 Hosts am Internet noch verwundbar. Wir merkten, wir sollten jeden notifizieren, der einen verwundbaren Host hatte auf dem Internet. Das ist das erste Mal gewesen, als eins der großen Internet-Verwundbarkeitsveröffentlichungen passierte. Wir haben die betroffenen Hosts in zwei Gruppen geteilt. Als wir jeden mit einem verwundbaren Host kontaktiert haben, haben wir das in zwei Gruppen getan. Das Resultat ist spannend für die Forschergemeinschaft. Und wir dachten uns, dass der Zeitraum der Benachrichtigung wenig zu tun hatte damit, ob tatsächlich gepatcht wurde. Wir haben aber herausgefunden, dass eine frühzeitige Notifizierung 47% in Patching bringt. Was wir herausgefunden haben, ist, dass Leute trotzdem aufpassen. Obwohl wir keine Antworten auf die E-Mails bekommen haben, lesen die Leute diese und handeln. Sogar in Fällen, in denen wir Bounced bekommen haben, hat die E-Mail es zu einer zweiten Person gebracht, die Bescheid wusste und den Patch ultimativ durchgeführt hat. Das sollten Sie beachten, wenn Sie diese großen internetweiten Dinge durchführen. Patchen ist nicht genug, denn auch kryptografische Schlüssel waren betroffen. So, Heartbleed führt dazu, dass kryptografische Schlüssel veröffentlicht werden. Jeder, der Apache oder Nginx benutzt hatte, konnte darüber einen kryptografischen Schlüssel holen. Man musste den Server patchen und danach den Key. Die traurige Geschichte ist, dass die Keys nur 10% der Webseiten haben tatsächlich ihr Zertifikat ausgetauscht. Noch schlimmer, 14% der Webseiten, die es ausgetauscht haben, haben denselben verwundbaren privaten Schlüssel verwendet. So, kein wirklicher Schutz. 4% der Webseiten, die verwundbar waren, haben ihr Zertifikat zurückgerufen. Das sind schlimme Zahlen. Da ist viel Raum für Verbesserung. Was haben wir daraus gelernt? Ich denke, das Erste, was heraustritt, ist, wenn diese großen Open-Source-Projekte, auf die wir alle vertrauen, OpenSSL, 60% der Webseiten vertrauen darauf für HTTPS. Wir sollten mehr Unterstützung diesen Projekten zukommen lassen, um diese Art von Bugs frühzeitig zu erkennen. Sie brauchen mehr Unterstützung von uns. Das HTTPS-Ökosystem ist sehr angreifbar. Leider können wir nicht sagen, dass es die einzige Verwundbarkeit ist, die sich dabei gezeigt hat. Wenn wir an Poodle denken oder an S-Channel, die waren zwar nicht ganz so gravierend, aber es gab trotzdem eine Verwundbarkeit, die erlaubt hat, Code auf dem Remote-System auszuführen. Das ist ziemlich gravierend. Wir haben vor wenigen Wochen bereits Poodle 2 gesehen.
HTTPS ist weiterhin sehr angreifbar. Die Internet-PKI ist nicht in der Lage, eine groß angelegte Zurückrufung von Zertifikaten durchzuführen. Nur 4% der Webseiten haben überhaupt probiert, ihr Zertifikat zurückzurufen. Andere können das gar nicht. Webbrowser waren auch nicht in der Lage, das zu erkennen. Und wir müssen als Community bereden, wie wir in Zukunft mit einer Massenzurückrufung von Zertifikaten klarkommen. Wir müssen berücksichtigen, dass wir zukünftig jedes Zertifikat im Internet zurückrufen können müssen. Die neulichen Verbesserungen beim Scannen haben dazu geführt, dass wir die Auswirkungen schneller bemerken konnten. In einem guten Licht können wir sogar sehen, ob und wie schnell das Patching passiert. Das ist ziemlich motivierend, obwohl des fragilen Ökosystems. Zur gleichen Zeit müssen wir zurückschauen und sagen, es ist viel Raum für Verbesserungen. Mit diesen Worten gebe ich über an Nick. Danke. Hallo. Hallo. Okay, this seems to be working. Sieht gut aus. Hello everybody, I'm Nick. Hallo, ich bin Nick. I'm the security engineering lead at Cloudflare. Ich bin der führende Sicherheitsingenieur bei Cloudflare. Ich erzähle heute etwas über Heartbleed, wenn ihr euch deswegen schon langweilt. Specifically, I'm going to talk about my personal experience. Im Besonderen rede ich über meine persönlichen Erfahrungen bei Cloudflare mit dem, was passiert ist während Heartbleed, als es gerade rauskam. Und was danach noch passiert ist. Hat jemand bereits diesen Artikel gelesen? Das ist ein Ausschnitt aus The Verge. Es ist ein semi-authentisches Stück über das, was mit Heartbleed passiert ist. Ich will das kurz zusammenfassen. So do you use DTLS? Benutzt Sie DTLS? Does anybody use DTLS? Nein, ich benutze es nicht. Benutzt es irgendjemand? Nobody uses Datagram DTLS. How about TLS Heartbeats? Wie sieht's denn aus mit TLS Heartbeats? Was ist denn ein TLS Heartbeat? I mean, at this point, barely anybody knew what this was. It was zu diesem Zeitpunkt wusste niemand wirklich, was das war. Es war ein sehr selten genutztes Feature. Die Antwort war, okay, sie sind dämlich und es ist ein Bug. Man sollte es einfach ausschalten. Okay, dann kompiliere ich einfach OpenSSL ohne Heartbeat neu. Ein paar Stunden später war Heartbeat ausgeschaltet und wir haben es ausgerollt. Wir sollten die Öffentlichkeit informieren gegen den 9. April. Dann haben die Leute gefragt, warum sollte man Cloudflare sagen? Lass uns nämlich kurz erklären, was Cloudflare macht. Wir sind ein Reverse Proxy. Das heißt, wenn Sie eine Webseite haben und hosten, dann sitzen wir davor. Wir schicken dann gecachten Inhalte an den User, aber das verringert den Load auf Ihrer Seite. Aber dazu muss unser Server näher an Ihrem Host sein als der Benutzer. Wir sind näher an den Benutzern als der normale Server. Das sind ungefähr 1 Million von Seiten auf Cloudflare, zum Beispiel Banken und große Klinikaustauschsysteme. Reddit zum Beispiel oder die Internet Talk Force und mehr. Viele Seiten. Und was Cloudflare macht, ist sehr einfach. Wir haben 3 Services. Zwei. Domain-Name-Server, HTTP und HTTPS, was bei OpenSSL gemacht wird. Und Nginx. Die Architektur ist sehr einfach. Jede Maschine, die wir haben, kann jede Seite ausliefern. Das heißt, wenn man an Heartbleed zurückdenkt, ist das hier ein wirklich, wirklich großes Problem, wenn man Heartbleed uns trifft. Wie dem auch sei,
Es hat sehr früh passiert. April der 7. um 10.27 Uhr OpenSSL veröffentlicht diesen Advisory und wir wussten kurz davon. Innerhalb einer halben Stunde wusste jeder und eine Stunde später haben wir gesagt, dass wir sagen, unsere Kundenseiten sind gepatcht. Und es war etwas, es war ein Bug und es wurde größer und ungefähr eine Stunde nachdem es groß wurde, kam ein Tweet von Codenomicon und jeder weiß, was es ist. Das ist der nächste Tag. Es ist Heartbleed itself. Es wurde auf einmal eine Marke und es kam in die Massenmedien und es wurde ein wirklich großes Problem. Heartbleed.com hatte ein Logo und wurde mit der großen Nachrichtenseiten. Heartbleed Virus, haben gesagt. Und alle haben gesagt, es ist ein Heartbleed Virus da draußen. Und ich wusste, dass es wirklich schlimm wurde, als meine Mutter mich angerufen hat und gefragt, hey, was läuft denn hier? Also, es war eine relativ große Sache und wir waren fertig damit, diese ganzen Fehler zu beheben. Also haben wir Probleme, hatten wir genug Zeit in der Hand. Wir haben beschlossen, drei Sachen zu machen. Also, zuallererst haben wir versucht, diesen Scanner, den Filippo hat, von Quetten zu machen. Außerdem haben wir unser ganzes Netzwerk in ein Honey-Netzwerk umgewandelt, dass wir sehen, was angegriffen wurde. Dann haben wir beschlossen, was wir über unsere Zertifikate machen. Und viele der Seiten, die wir machen, nutzen Zertifikate und wir hatten ungefähr viele Zertifikate. Und am Tag danach war es noch nicht wirklich klar, dass man die Zertifikate zurückrufen musste. Okay. Reden wir ein bisschen über diesen Heartbleed-Scanner, den Filippo gemacht hat, der in Cloudflare Ingenieur war. Das ist in Go. Man setzt den Benutzernamen, den Netzwerknamen rein und der schaut, ob schlechte HTTPS-Heartbeat-Sachen sind. Und es sollte keine wirklichen Informationen veröffentlichen. Wir haben es auf Amazon gemacht und wir haben es hinter Cloudflare gemacht und wir haben vielen das ist, wie Filippos Server aussah. April 8 haben wir bis zu 128.000 Hits pro Minute gehabt. Das ist so gut wie nichts. Das ist die nächsten zwei Wochen. 2000 ist das ganz unten. Bis zu 10 mal so viel. 10 bis 20.000 Hits am Tag. 10 bis 20.000 Scans pro Minute für die nächsten Woche. Und wir hatten 200 Millionen Tests innerhalb der ersten zwei Wochen. Wir hatten dann den Scanner laufen. Und danke an Filippo. Er ist, glaube ich, hier im Raum irgendwo. Bitte steh doch mal kurz auf. Vielen Dank für das Tool. Jedenfalls, das ist, was wir dabei gefunden haben. In Anzahl der Domains, die betroffen waren, war es ziemlich übel. Das ist kurz danach, ein, zwei Tage danach, waren es bis zu 30% aller Seiten, die wir gescannt haben, waren verwundbar. Viele Leute haben das bei ihren automatischen Tests verwendet. Wir sind trotzdem relativ schnell runtergekommen auf eine sehr niedrige Zahl. Bei Cloudflare haben wir dann entschlossen, was sollen wir denn machen? Wir können im Prinzip jeden Heartbleed-Angriff versuchen zu loggen, der eine falsche Größe hat. Das sind unsere Logs vom April, dem 9. 69% aller Pakete hatten eine Größe von 16.384. Das werden Sie als eine Potenz von 2 wiedererkennen. Man erkennt es auch als eine Zahl, die in dem Tool SSLTest.py hardcoded war. Deswegen kann man davon ausgehen, dass es von diesem Tool generiert wurde. Viele der Pakete, die wir gefunden haben, haben das Nulllängenpaket benutzt.
Eine Woche später war es ungefähr dasselbe. Es gab viele Leute, die das im großen Stil als Angriff gegen verschiedene Webseiten ausgenutzt haben. Und 20% waren immer noch Philippos Tests. Viele Leute waren einfach nur interessiert daran, die gleichen Tests auszuführen wie Filippo. Nur 1% der Scans von Filippo war gegen Cloudflare gegangen. Hier haben wir eine IP-Landkarte. Man sieht hier merkwürdige Spitzen, die man auf Island zum Beispiel sieht. Da sollte man nicht zu viel reinlegen. Ich halte nicht so viel von solchen IP-Karten. Warum ist das jetzt so gefährlich? Warum war Heartbleed so schlecht für uns? Es geht hier um ein Ebene 6-Problem im OSI-Layer. Man lockt normalerweise nicht Handshakes. 64K of server memory can wenn es jetzt, wenn man jetzt 64 KB vom Speicher eines Servers abgreifen kann, dann hat man möglicherweise TLS-Privatschlüssel mit erhalten. Wenn man sich jetzt dieses Diagramm anschaut, das ist eine Heatmap. Alles, was oberhalb von dem Heap ist, konnte man theoretisch abgreifen, unter anderem Passwörter, Cookies. Die Frage ist, was war da wirklich drin? Also haben wir uns den Code angesehen von OpenSSL. Was sagt der Code? Der Code sagt, das kann eigentlich gar nicht passieren, zumindest nicht in Nginx. Der Schlüssel wird gleich geladen und müsste deswegen auf dem niedrigsten Level des Stacks liegen. Das heißt, jedes Mal, wenn ein neuer Request reinkommt, müsste der Speicher dafür weiter oben im Stack liegen. Jetzt ist Nginx single-threaded, das heißt, es kann nicht passieren, dass ein anderer Thread zwischendrin irgendwie in den Speicher reingreift und es dann trotzdem ausliest. SSL ist benutzt viel Speicher und die ganzen kryptografischen Speicher werden von SSL sofort überschrieben, wenn es nicht mehr benötigt wird. Also das haben wir zumindest gedacht. Wir waren nicht sonderlich sicher als bei Cloudflare. Ich habe nur auf ein bisschen kurz geschaut, warum haben wir diese Cloudflare Heartbeat Challenge gestartet. Wir haben geschaut, ob man eine Antwort davon kratzen kann. Wir hatten einen Standard Nginx außerhalb eines Cloudflare mit einem problematischen SSL-Version. Und wir haben sie alle gebeten, versucht es zu finden. Schaut, was wir gemacht haben. Und den Beweis zeigen uns eine Nachricht, die mit diesem privaten Schlüssel signiert wurde. Also das haben wir gefunden. In den ersten Stunden war Trolling. Und Sie sich vielleicht schon vorstellen, irgendwie anscheinend das gemacht zu haben hier. Hauptsächlich irgendetwas, was auf der Seite war, wurde in die Speicher geladen. Und Leute haben private Schlüssel gepostet und Sachen, die so aussehen, wie zum Beispiel mein Name oder Passwortdatei. Also jeder war sehr durcheinander. Da ist ein privater Schlüssel. Aber es war nicht der wirkliche Schlüssel, bis wir das hier gesehen haben, diesen Tweet. Und wir haben nachgeschaut, das ist unser Büro und wir schauen auf den Bildschirm und ja, er hat das gelöst. Also herzlichen Glückwunsch zu Feda. Er war nicht der Einzige. Das hier waren die, die es in ungefähr den ersten 24 Stunden geschaut haben. Irgendwie in den ersten 48 Stunden haben es 12 Leute gefunden und haben einen Beweis zu uns gesendet. Okay. Immer noch kann man als private Schlüssel machen? Ja. Wir haben es innerhalb von 10 Stunden bewiesen, dass private Schlüssel absolut sicher waren. Wir haben geschaut, wo in Memory die Sachen gespeichert sind und schon geschaut, wo die privaten Schlüssel am Anfang gespeichert sind, aber die waren nirgendwo in derselben Position. Okay, wie wurde das jetzt wirklich gemacht?
Es war ein zweiter Fehler in OpenSSL. Es hat sich herausgestellt, es gab noch einen zweiten Fehler in dem Code. Wie hätte man sich das nur denken können, wenn man sich den Code anschaut? Wenn man sich den Speicher ansieht von so einem Request, dann sieht man, all die Stellen, die rot markiert sind, sind mögliche Privatschlüssel. Das ist der Code, den wir verwenden, um den Müll hinterher auch wieder aufzuräumen. Und verschiedenen Fällen in der Montgomery-Multiplikation wurden einfach nicht die Zwischenergebnisse wieder gelöscht danach. Deswegen lassen Sie mich kurz erklären, wie es funktioniert in RSA. Also man hat verschiedene Dinge, unter anderem einen Privatschlüssel, das nennt man den, das ist der private Exponent D. Dazu gibt es noch die öffentlichen Schlüssel, das ist PQ, das ist mit dem öffentlichen Exponenten E. Wenn man Teile davon kriegt, hat man schon den ganzen Schlüssel. Das heißt, die Leute haben jetzt einfach jeden 128-Byte-Block genommen, den sie gefunden haben, und haben ihn durch den RSA-Modul geteilt. Wenn es sich teilen ließ, dann hat man den Faktor gefunden. Von den 10 Leuten, die uns eine Lösung geschickt haben, haben 9 Leute es auf diese Art und Weise gelöst. Das, wenn man eine größere Anzahl an Requests schickt, bis zu 10.000, dann hat man gelegentlich einfach Glück. Dann gab es noch eine Lösung von Rubing Su, der hat die Coppersmith-Attacke gefahren. Dazu muss der öffentliche Schlüssel klein sein. Man braucht aber nur 60% des öffentlichen Schlüssels P oder Q. Das funktioniert aber wirklich nur, wenn der öffentliche Exponent klein ist. Und der öffentliche Exponent bei RSA ist immer klein. Und er hat es innerhalb von 50 Anfragen gelöst. Das war richtig interessant. Okay, private Schlüssel sind weg, sind veröffentlicht. Okay, was bedeutet das? Revocation Time, Zurückrufzeit. Okay, das Internet wurde dafür gebaut, sowas zu machen. Die diesen öffentlichen Schlüssel und dann werden Leute ihre Schlüssel die ganze Zeit zurückrufen. So designen wir das System. Okay, das waren hauptsächlich wir. Aber hauptsächlich war das Cloudflare, das was das ganze Netzwerk zurückgerufen hat. Unten sind die zurückgerufenen Zertifikate und das ist April 7. Das war, als alle ihren Schlüssel zurückgerufen haben. Der grüne Spitz, das ist, als Cloudflare ihre Schlüssel zurückgerufen hat. Als sie die ganzen Zertifikate zurückgerufen haben, haben wir festgestellt, dass es nicht wirklich viel bedeutet. Dieselben Zertifikate wurden weiterhin von den Browsern akzeptiert. Wir können kurz nochmal reinschauen. Es gibt 3 Methoden, wie man das Schlüssel zurückruft. Diese Zurückrufen von Schlüsseln werden von diesen 3 Methoden gemacht. Okay, zuerst ist es eine Zertifikat-Zurückrufungsliste. Es ist einfach nur eine Datei mit einer Reihe von Zertifikaten, die zurückgerufen werden. 100.000 Zertifikate zurückzurufen zerstört diese Liste. Diese Liste von Global CLR wuchs von 22 Kilobyte zu 4,7 Megabyte und 30 Gigabits pro Sekunde und 100 Gigabits pro Sekunde war sehr problematisch. Glücklicherweise für Global Signing war Cloudflare vor ihren Servern, aber ja, sonst wären sie in die Knie gegangen. Wir können damit umgehen. Alle 3 Stunden waren diese Wellen und das ist darüber, wie CLRs auf anderen Seiten abgedatet wurde und wie Internet Explorer die runterlädt. Und das ist ziemlich stark. CRL ist kaputt. OSCP, Online-Zertifikat-Status-Protokoll, das ist Frage-Antwort, ist dieses Zertifikat zurückgezogen, ja oder nein? Es ist ziemlich kaputt. Chrome weiß das schon seit einer Weile und überprüft es nicht. Und wenn man wirkliches Problem hat, dann kann man spezielle Probleme nicht machen. Wenn man nur ein leicht kleines Problem hat, kann man einfach auf dem Weg diesen Zertifikat fallen lassen, also diese Überprüfung fallen lassen. Und darum hat es nicht wirklich funktioniert über der reinen OCSP. Und wie war das jetzt mit CRLS-Sets? Das ist die Version von Google. Google sammelt alle
Certificate Listen und macht sie alle zusammen und steckt sie in den Browser. Das heißt, man kriegt neue Updates mit dem Browser. Okay, nicht alle Listen, aber spezifische Zertifikate. Und das ist, was wir herausgefunden haben. Sie machen nur manche. Sie fragen nur manche. Und wenn der Browser kein Update bekommt, dann kriegt man auch keine neue Liste. Und das ist auch ziemlich problematisch. Also Cloudflare hat die ganzen ZIRC gerufen und es war kein EV-Zertifikat, aber Chrome hat es auch trotzdem zurückgezogen. Aber keins der 100.000 plus Cloudflare-Zertifikate waren in dieser Liste. Also war im Endeffekt nur ein Hack, dass diese eine Seite zurückgerufen wurde. Das waren die effektivsten vier Zeilen von Zertifikaten in Chromium. Das ist ein Hack, das kann man nicht so anwenden. Aber das ist, wie es gemacht werden sollte, weil es keine möglichen Wege gab, diese Zurückrufen durchzuführen. Das Zurückrufsystem ist kaputt. Also, was können wir machen? Okay, es gibt kürzere Zeit, die Zertifikate gültig sind, machen kann. Das heißt, wir müssen nicht die alten Zertifikate sehr lange speichern in diesen Listen von zurückgerufenen Zertifikaten. Es gibt auch die Möglichkeit, dass der Server diese OCSP-Zertifikate-Listen weitersenden muss. Das könnte dieses auch lösen, aber die sind alle nicht weit angewendet und werden nicht häufig benutzt. Okay, also zusammenfassend kann man sagen, dass wir drei Sachen gemacht haben nach Heartbleed. Wir haben dafür gesorgt, dass der Scanner läuft. Wir haben unsere Seite in einen Honeypot verwandelt. Und wir haben festgestellt, dass man Zertifikate auf jeden Fall zurückrufen muss. Es gibt keine Ausrede, es nicht zu tun. Es gibt mehrere Sachen, die man noch darüber lernen kann. Ich will nicht derjenige sein, der allen Leuten erklärt, was man tun sollte, aber bei Open Source ist Veröffentlichung relativ schwierig. Es war das erste in diesem Jahr, wo wir festgestellt haben, dass noch viele weitere kommen sollten. Andere Sachen, die offensichtlich sein sollten, aber offensichtlich nicht waren. Niemand, der OpenSSL 1.0 installiert hatte, wollte Heartbleed. Von daher sollte es als Schlussfolgerung sein, dass man Features, die man nicht unbedingt braucht, standardmäßig deaktiviert. Dann natürlich erwarte das Unerwartete. Das ist zwar immer wahr in der Computersicherheit, das sollte man immer erwarten, aber das kam trotzdem mal wieder mal als Schock. Viele der Angriffe, die wir gesehen haben, und wir haben viele gesehen, waren eigentlich nur Scans, die sehen wollten, ob die Seiten funktionieren und ob sie verwundbar waren. Crowdsourcing war effektiv. Das ist ein sehr beruhigendes Zeichen. Ist jemand hier in der Runde vielleicht jemand, der die Cloudflare Challenge gewonnen hat? Wenn ja, dann bitte jetzt den Arm heben. Okay, ich sehe niemand. Ich habe leider keine Brille dabei. Wenn, dann viel Glückwunsch auf jeden Fall. Und das Letzte ist natürlich, Rückruf braucht eine Lösung. Was jetzt daraus lernen, ist, dass wir OpenSSL unterstützen müssen. Das ist eine... I messed up my microphone there, but... Ich muss das Mikrofon hier festhalten. Thanks. Vielen Dank. No, really. I mean, nein, wirklich, das ist ein Teil von unserer kritischen Infrastruktur der ganzen Welt und nicht nur der Webseiten, sondern auch von anderen Sachen, wie zum Beispiel in eingebetteten Geräten. Und diese Leute brauchen Unterstützung. Also bitte unterstützt OpenSSL. Und damit bin ich fertig.
Okay, quick announcement before we start the Q&A. If you are going to leave the room, please get up now, go out quietly without talking, so we can do Wenn the Q&A. Okay, wir fangen jetzt. Den Raum noch verlassen wollen, machen Sie es bitte leise. Im Moment können Sie aber den Raum nur verlassen. Okay, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, bitte kommen Sie zu den Mikrofonen. Wir fangen an mit Mikrofon Nummer 1. Du machst Fragen? Okay, nicht wirklich eine Frage. Vielen Dank für die Präsentation. Wir haben diese Sache verfolgt, also über das Papier, das Sie vorher veröffentlicht haben. Es fehlen irgendwie noch ein paar Informationen. Zuerst Angriffe innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Disclosure waren wir. Wir haben nicht wirklich angegriffen. Wir haben den Scanner angefangen daran zu arbeiten innerhalb von 24 Sekunden und wir haben diese Region gezeigt. Wir haben verschiedene Methoden ausprobiert und wir haben, während wir gearbeitet haben, dass in möglicherweise Firewalls veröffentlicht werden, innerhalb von denen oder die manche Pakete stoppen. Das heißt, wir haben verschiedene Pakete in jedem Anfrage gemacht. Also das war auch einer der Scanner, die Sie da entdeckt haben. Is your mic not on? No. Noch eine kurze Unterbrechung, wenn Sie gehen auf der Basis, bitte benutzen Sie nur die vorne links und vorne rechts die Tür. Wenn Sie da oben sind, können Sie irgendeine Tür benutzen, aber wenn Sie hier unten sind, bitte benutzen Sie nur die Tür vorne rechts und vorne links. Does your mic work yet? Hello? Yeah. Sind das Mikrofons? Yeah, thanks for the comment. I don't think I saw anything. Vielen Dank für den Kommentar. Ich kann leider nicht sagen, ob ich das speziell gesehen habe, aber das ist eine von den Sachen, wo es sehr schwer ist zu sagen, ob es jetzt ein bösartiger Angriff ist oder ob es sich einfach nur um einen Scan handelt. Wir haben einfach nur den Host gesehen und da hat uns unter Umständen die Information gefehlt, was der Hintergrund davon war. Microphone number two, please. Hallo. Mikrofon 2, bitte. Hallo, ich habe eine Frage über Cloudflare. Könnten Sie bitte aufhören, Tor-User zu benutzen? Zu blockieren? You make the internet more central every day. All the fancy home. Sie machen die Seiten zentraler jeden Tag und diese Arbeit ist so ein kleines Problem und Sie können das so einfach machen, aber Sie blockieren alle Tor-Benutzer. Danke, wir denken drüber nach. Wir denken darüber nach, ob wir eine Lösung dafür finden können, wie wir mit Tor umgehen. Das Hauptproblem ist, dass Tor einfach eine unglaubliche Spam-Quelle ist für Webseiten und es ist sehr schwierig, durchzusuchen, was davon gut und was davon schlecht ist. Warten Sie ab, dieses Jahr werden wir noch etwas präsentieren, wie wir mit Tor-Usern umgehen wollen. Next up, we have a question from our Signal. Nächste Frage von unserem Signal Angel über Internet Relay Chat. Da die maximale TLS-Länge 16 Kilobyte ist, wie konnte man 64 Kilobytes zurückbekommen? You can split a Heartbleed request. Man kann einen Heartbleed Request über mehrere Pakete aufspannen. Ich bin ziemlich sicher, dass es so funktioniert hat. Microphone number one, please. Mikrofon 1, bitte. Was ist Ihre Meinung über LibreSSL? Go for it. Sag du. Ich bin nicht sicher, ob ich die qualifizierteste Person bin, um darüber zu reden, aber ich glaube, es ist wirklich gute Absichten dahinter. Ich glaube, die Gemeinschaft hat erkannt, dass da große Probleme vor allem bei der Maintainability sind bei OpenSSL, aber ich bin nicht sicher, ob der Ansatz der richtige ist. Ich denke, es funktioniert dahingehend, dass sie ihr Ziel erreichen werden, das sie haben. Es gibt inzwischen eine übertragbare Version für andere Betriebssysteme außer OpenBSD und es ist deutlich sauberer Quellcode und OpenSSL versucht immer noch viel zu viele alte Systeme wie Windows 16-Bit-Systeme zu unterstützen und die Unvertreibbarkeit wird noch für eine Weile dabei bleiben. Ich stimme Ihnen zu, dass OpenSSL eine wirklich große Anzahl an Plattformen unterstützt, aber
die große Zahl an neuen SSL-Bibliotheken, die rausgekommen sind, Patches untereinander austauschen. Insofern muss man das in der Gesamtsicht sehen. Hallo, vielen Dank für eure Gespräche. Sie haben beide Zahlen, die kleiner werden und später wieder größer werden. Können Sie das erklären? Ich glaube, es gab einfach kleine Spikes, dass Leute kamen und gingen. Ich glaube nicht, dass Seiten wirklich neuerdings, also nachträglich verwundbar wurden. Ich glaube eher, dass es Artefakte von der Messung sind. Ich glaube nicht, dass es wirklich große Sprünge gab. Aus den Daten, die ich vorhin gezeigt habe, aus Filippos Scanner, es war nicht so, dass immer die gleichen Domains an jedem Tag gescannt wurden. Insofern kann es schon sein, dass wir immer einen anderen Subset hatten. Vielen Dank und bitte geben Sie uns einen